Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de. Hallo und ein herzliches Willkommen von der Trabrennbahn Berlin-Karlshorst hier zu Hashtag Throwback die Nachschau. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Meine Vorschau habe ich genauso konfus angefangen und etwas von gutem Wetter besprochen. Wobei, nee, das habe ich in der Vorschau zum Schluss gesagt. Da habe ich was von gutem Wetter besprochen. Das vermisse ich hier, aber toi toi toi, es ist noch trocken. Und das sollte uns anscheinend in diesem durchwachsenen April, beziehungsweise jetzt haben wir ja schon Mai, muss uns das wahrscheinlich reichen. So viel zum Wetter, das ist so, glaube ich, voll die deutsche Sache, dass man als Deutscher oft übers Wetter spricht, wenn man nicht weiß, worüber man sprechen soll. Aber Gott sei Dank weiß ich ja noch, worüber wir hier sprechen müssen, denn 11 Rennen werden oder sind schon zum Teil getrabt worden und werden noch getrabt hier im Pferdesportpark Karlshorst. Und ihr kennt ja das Prozedere, wir schauen rein in die Rennen und in die Interviews, die mir die Fahrer nach den Rennen geben. Ja, bis jetzt kann ich euch verraten, sind 3 Rennen getrabt und ich freue mich auf die weiteren Rennen und ich freue mich mit euch jetzt allesamt einmal durchzugehen. Hashtag Throwback die Nachschau. Noch immer Weber bis zum Schlaf. Und das erste Rennen ist gestartet und Lieschen Müller geht ja sofort an die Spitze des Feldes. Lieschen Müller mit einer Länge vor Palladino, dann folgt an der Innenkante Danina AP mit Iban Beukenzwick in zweiter Spur. Weiter ein ganz dicht geschlossenes Feld unter der Führung von Lieschen Müller. Am Schluss wird jetzt Prime of Life in die dritte Spur herausgenommen. Rückt vor, momentan bis in die dritte Position und immer weiter auf dem Vormarsch, Prime of Life. Und jetzt schon an der Seite von Lieschen Müller und macht weiter Druck, ist vorbei an Lieschen Müller. Prime of Life ist vorn vor Lieschen Müller. Prime of Life weiter deutlich voraus, die Verfolger kommen keinen Schritt näher. Prime of Life überlegen vorn, Kampf um Platz 2. Lieschen Müller oder außen Palladino. Zwischen den beiden wird es eng um Platz 2. Palladino könnte doch vorbei sein an Lieschen Müller. Dennis, du bist schon wieder auf dem Weg zum nächsten Heat. Gratuliere dir ganz herzlich. Dankeschön. Zum Sieg im ersten Rennen. Da hatte ich kurz Angst, weil du das ganze Rennen eigentlich am Ende des Feldes irgendwie festsaß. Und dann musstest du durch die dritte Spur, aber dann ging es wie die Feuerwehr nach vorne und das war dann sehr einfach, oder? Ja, wir hatten, also Thorsten und ich hatten ausgemacht, dass Thorsten erstmal losfährt, mich dann fahren lässt. Und da hat Lieschen, deswegen bin ich am Start nicht so losgefahren, um da jetzt nicht unnötig irgendjemandem was schwer zu machen. Und da hatte Thomas Reber uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb lag ich am Ende des Feldes, aber das Feld war überschaubar, also war es nicht ganz so weit weg vom Führenden. Und auf Überseite war es mir da ein bisschen zu ruhig, dann bin ich los und das hat hier wirklich sehr gut tapfer gemacht. Ja, das war überlegen und jetzt musst du auch schon wieder los, weil im zweiten Rennen geht ja Insta schon an den Start. Genau. Wie war der Heat? Ja, der Heat war gut. Rennen ist schwer. Wir schauen mal, was passiert. Viel Spaß erstmal. Noch 100 Meter bis zum Start. Und das zweite Rennen ist gestartet. Im Kampf um die Führung setzt sich Donato Princess durch. Aber eben nur knapp, denn schon ist Mr. Yoni H. an seiner Seite. Donato Princess aus Mr. Yoni H., der übernimmt jetzt das Kommando. Mr. Yoni H. Und von außen kommt jetzt Instagram dazu und Instagram attackiert Mr. Yoni H. und geht vorbei. Und Mitte der Geraden übernimmt nun Mr. Yoni H. wieder das Kommando vor Instagram. Mit dreiligen Abstand Donato Princess, Platz 4 für Honfleur. Dann sieht man Sir Bourbon vor Justus Love und Abschluss Waterways. Und Mr. Yoni H. ist vorn. Mr. Yoni H.
vor Instagram, Donato Princess en Fleur. Sir Bourbon wird angesetzt, aber Mr. Juniha klar voraus, überlegen vorne, aber Kampf um die Plätze. Und da geht Sir Bourbon sehr stark, ist bereits vorbei und klar auf den Weg zu Platz 2. Um Platz 3 kann es doch mal eng werden zwischen en Fleur und Justus Love. Mensch, 6 Siege hintereinander. Letztes Mal dieser starke Sieg in dem auch schwer besetzten Rennen. Heute auch keine leichte Gegnerschaft gehabt, aber gegen ihn, da kommt keiner an. Ja, der ist wirklich unheimlich gut, muss man sagen. Er wird von Start zu Start besser. Und ich habe ja gesagt, ich glaube, dass er noch gar nicht richtig ausgereift ist. Er wird noch besser. Also er ist wirklich ein vollkommenes Pferd und hat natürlich Riesenglück, so ein Pferd zu haben. Da freut ja, sich jeder. Also er ist auch eine richtige Erscheinung, wunderschön. Und da kann man einfach nur sagen, toll gemacht, sicher gemacht. Und ich freue mich auf die Rennen, wenn es auch mal wieder ein bisschen spannender wird, Mensch, wenn er noch mehr zeigen kann, was er kann. Ja, das wird er demnächst wahrscheinlich in der Newcomer-Serie nächstes Mal bis 8000. Da kann auch sein, dass ich Conny wieder raufsetze. Er hat den gut vollgetragen und ich glaube, das ist, glaube ich, egal. Und Conny ist sehr gut. Die harmonieren beide ganz gut miteinander. Er ist ein bisschen leichter als ich und er wird gut aussehen da. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns auf das, was da noch so kommt. Dankeschön. Und das dritte Rennen ist gestartet. Am Schnitt beginnt Red Pine Lily. Red Pine Lily hat die Führung übernommen. Eine Länge zurück sieht man außen Don Timoko. Und es geht gleich in den ersten Bogen. Das wird nähert sich dem Schlussbogen. Und ein Fehler von Otello PS. An der Spitze Red Pine Lily, dicht gefolgt von Don Timoko. Mit 2 Längen Abstand sieht man dann Best Boy B vor Syracuse. Und im Schlussbogen wird Red Pine Lily attackiert durch Don Timoko. Und er geht in Front. Don Timoko kommt bereits mit der Führung auf die Zielgerade vor Red Pine Lily. Don Timoko ist vor Red Pine Lily. Einige Längen zurück Best Boy B. In der Distanz zieht er Don Timoko auf und davon. Don Timoko, überlegen in diesem Rennen. Und eng wird es hier noch um die Plätze 2 und 3. Hier kommt Otello PS angeflogen, wird Zweiter. So, der Tommy, immer wenn er gewinnt, ist hier wie mit der Feuerwehr. Da muss man schnell sein. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Das sah sehr sicher aus, aber habe ich das richtig gesehen, als du die Watte gezogen hast, waren da 1-2 Schritte, wo da man hat er erstaunlich einen Jank reingehauen und hat er mal, muss das 1-2 Mal ein bisschen sortieren. Das stimmt, ja. So, ja. Aber war sonst alles nach Plan? Ja, alles nach Plan. Ich komme von Start, kriege eine gute Lage, das zweite Pärchen innen irgendwas und dann war es. Also mein Pferd irgendwie eigentlich irgendwo immer zu langsam. Irgendwann denke ich mir, ich würde mal losfahren. Und im Schlussbogen, ja, Thorsten hatte auch schon die Watte draußen, alle am Fahren. Denke, jetzt fährst du einfach los oder irgendwo. Hat er die Watte noch drin und nichts gemacht oder irgendwas. Und ja, er zog dann auch wunderbar durch. Irgendwas. Also ich kannte ihn ja gar nicht. Ich habe letzte Ecke sicherheitshalber nur die Watte raus und dann haben wir alle verloren. Ja, aber dabei habt ihr das Rennen gewonnen. Ja. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Und mit wem bist du hier unterwegs? Wieder mal Bella Bichot. Ah ja, na dann. Die kennst du ja schon. Genau, die kennen wir. Mal gucken. Viel Spaß. Vielleicht gewinnt sie auch. Mal gucken. Ciao. Das vierte Rennen ist gestartet. Um die Führung kämpfen hier Bonjour Gunnyboy und außen Heckmeck. Es geht in den ersten Bogen weiterhin. An der Spitze Bonjour Gunnyboy AM mit 2 Längen vor Heckmeck. Weitere 4 bis 5 Längen zurück. Lisa Lisieux in der dritten Position. Weiterhin Bonjour Gunnyboy AM und Heckmeck orientiert sich in die zweite Spur. Gut 2 Längen Abstand dann zu Lisa Lisieux. In zweiter Spur ist Expendable Hope dabei. Ausgangs der Schlussbogen, zweiter Bonjour Gunnyboy AM dicht dabei. Heckmeck Platz 3 zu Expendable Hope. Dann Lisa Lisieux an der Innenkante. Und es geht auf die Zielgerade. Und Bonjour Gunnyboy AM ist vorn. Bonjour Gunnyboy AM. Heckmeck bemüht sich, ist jetzt an seiner Seite und geht vorbei. Dahinter wird Expendable Hope eingesetzt. Heckmeck ist vorn. Heckmeck ist vorn und ist klar voraus. Letzten Endes überlegen. Heckmeck bei seinem ersten Auftritt hier. Überlegen vor Expendable Hope. Lisa Lusier wird dritter, Platz 4 für Bonjour Gunnyboy AM. Komm, ich muss Heat fahren. Ja, komm, gratuliere, Mensch. Dankeschön. Erzähl mir doch dann was übers Rennen schnell. Ja, er war sehr gut. Wir haben gehofft, dass wir irgendwo aus dem Feld fahren können. Das hat sich gut ergeben. Roman hatte heute versucht, einmal von vorne mit ihm, weil er lange immer im Rücken lief, sagt er mir gerade und war überzeugt, weil er gut gearbeitet hat. Und für uns war es ideal. Und er ist phlegmatisch, aber als er vorbei war, hat er dann ein bisschen aufgehört und gebremst. Aber
für ihn war es jetzt für die Zukunft, fürs österreichische Derby eine sehr gute Vorbereitung. Die Probeläufe waren ja noch nicht so gut, aber jetzt war es heute eine schöne Steigerung. Das Rennen war auch gut und wir sind alle super zufrieden. Dann entlasse ich dich jetzt. Danke. Vielen Dank und Glückwunsch. Und das war der Start zum fünften Rennen. Mit Fehler von Java Greenwood. Gabalier beginnt am schnellsten, übernimmt die Führung vor Rheingold. In der dritten Position Beat Little Big Joe. Gabalier im Schlussbogen attackiert durch Rheingold, dicht gefolgt von Ice Fink mit Spylord außen, fünfter Platz für Bogomir CG. Dann folgt Brigitte Bardot. Und es geht jetzt auf die Zielgerade. Gabalier ist vorn. Und wird attackiert durch Rheingold, der ist bereits vorbei. Gabalier ist geschlagen, aber jetzt Kampf zwischen Eisfalk, der zieht innen durch, Eisfink innen. Und an der Seite von Rheingold, Rheingold im Kampf mit Eisfink, Kampf bis zur Linie. Dritter wird Bogomir CG und auf Platz 4 Spylord. Ja, Victor, du warst so schnell wieder beim Heatfahren, da habe ich dich gar nicht mehr erwischt. Aber natürlich herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Das war aber ganz schön eng, oder? Haaresbreite. Ja, das war ein spannendes Rennen. Aber Rheingold hat sich bis zum Schluss eingesetzt und er wollte heute gewinnen. Er hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich hatte gerade auch schon einen kleinen Plausch mit seinem Team. Da steckt ja auch ganz schön viel Arbeit hinter und du bist das Pferd ja auch schon oft gefahren. Hast du da auch als Catchdriver so eine Verbindung dann zu so einem Pferd oder ist das eigentlich dann nur bei den Trainingspferden so? Nee, ich habe gerade dem Team um Rheingold schon gesagt, ich habe ihn vor einem Dreivierteljahr mal gefahren in Berlin und da war er kaum zu handeln, er war unheimlich schwierig zu fahren und landete mit mir auch auf der Grasnarbe, also es war sehr, sehr schwierig und ein großes Kompliment ans Team, das Pferd war super heute zu fahren und ja, also natürlich, in so einem Fall ist man einfach auch schon persönlich verbunden mit dem Pferd, weil es halt so gut funktioniert hat. Er war super zu fahren, Bänderstart auch das erste Mal hat er super gemacht. Ja, das Team kann sehr zufrieden sein. Ja, und du auch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und dann geht's jetzt weiter. Genau. Noch 100 Meter bis zum Start. Und das sechste Rennen ist gestartet. Rolfi hat das Kommando übernommen, wird jetzt außen bedrängt durch Glorious Boko. Glorious Boko ordnet sich jetzt hinter Rolfi an der Innenkante ein. In dritter Position sieht man Deutsche Gabbana. Dann folgt Wildest Dreams mit Everpoly Boko in zweiter Spur. Und es folgen Arabesque Hasela und Magic Love am Schluss des Feldes. In dritter Spur attackiert Magic Love in der Distanz. Rolfi im Vorteil. Rolfi ist klar voraus. Arabesque Hasela in zweiter Position rückt jetzt nach. Rolfi noch nicht zu Hause. Arabesque Hasela und Magic Love sind da, aber Rolfi ist doch souverän. Rolfi gewinnt vor Arabesque Hasela und Magic Love. Einmal bitte anhalten zum Interview. Ja, das war mal wieder eine Rolfi-Vorstellung, so bezeichne ich das gerne. Souverän gemacht, oder? Ja, er hat ganz überlegen gewonnen und er läuft seit Monaten in Topform. Und auch die letzte Leistung war gut in Jägersruder, wo er Zweiter war. Da war er nur von einem besten Pferd geschlagen. Aber hier ist er im Moment in seiner Klasse wirklich schwer zu schlagen. Das hat man gesehen und da kann man auch nur mal ein großes Lob aussprechen an Fred König. Auch Eisfink gerade eben. Ganz, ganz knapper zweiter Platz. Der war auch richtig gut, oder? Ja, der war auch richtig gut. Und man muss sagen, Fred hat sein Lot im Moment prächtig in Schwung. Und das ist ja auch schon seit Monaten, wo die Pferde mit dem einen oder anderen Erfolg laufen. Ja, ihr seid ein eingespieltes, gutes Team und deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Noch 100 Meter bis zum Start. Und das siebte Rennen ist gestartet. Kampf um die Führung zwischen Banja und Taylor Swift. Und Taylor Swift setzt sich durch. Swift ist enteilt, kommt mit großem Vorsprung in Runde 6, 7 Längen auf die Zielgerade. Jetzt vor Shake That Heaven. In der Distanz sieht man weiterhin Taylor Swift weit voraus vor Shake That Heaven. In der dritten Position jetzt Agaev Danerol. Und da wird sich nicht mehr viel verschieben. Hochüberlegener Erfolg für Taylor Swift. Klarer Zweiter wird Shake That Heaven und auf Platz 3 Agaev Danerol.
herzlichen Glückwunsch zu diesem überlegenen, ja wirklich überlegenen Erfolg. Das war und sah sehr einfach aus, oder? Erstaunlicherweise, ja. Ich war mir nicht sicher, ob sie schon so weit ist, aber es hat gepasst. Alles super. Im Probelauf hat man ja schon gesehen, dass sie gut drauf ist und dass sie jetzt den ersten Start so zeigt. Das hat doch einige auch überrascht und darauf auch kann mich. Man aufbauen. Auch mich, muss ich ehrlich sagen. Weil sie hat noch nicht so viel Arbeit nach der Ruhe. Also alles gut, wir sind super zufrieden. Dann sind wir gespannt, was da noch so kommt und sagen herzlichen Glückwunsch. Danke. Noch immer wieder bis zum Start. Und das Achterrennen ist gestartet. Um die Führung kämpfen New Flat EOV und außen Pickaboo Whip. Und letzterer setzt sich durch. Pickaboo Whip an der Spitze. Fehler von Germinal. Und Pickaboo Whip hat weiterhin das Kommando. Wird jetzt attackiert durch New Flat EOV. Und der übernimmt jetzt das Kommando. New Flat EOV an der Spitze vor Pickaboo Whip und dicht dabei Camus. New Flat EOV. Camus ist ein bisschen dichter herangerückt. In der Distanz New Flat EOV. 3-4 Längen vor Camus. Und deutlich zurück Germinal als Dritter. Aber New Flat EOV ist überlegen. Camus klarer Zweiter. Ebenso klar Platz 3 für Germinal. Und auch klar, der vierte Platz, der geht an Pickaboo Whip. Jetzt bin ich ein bisschen früher da. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Auch dieser Sieg sah sehr leicht und locker aus. Ja, Thomas hat ja angekündigt, nicht unbedingt vorne bleiben zu wollen. Von daher habe ich dann die Initiative ergriffen und habe das Tempo selber bestimmt vorne. Und er hat das ganz locker und leicht runtergespult und hat easy gewonnen. Aber jetzt hat er keine Lust mehr. Das, wie wir sehen, ne? Aber jetzt braucht er auch nicht mehr. Jetzt braucht er auch nicht mehr, genau. Nein, wunderbar. Mir fällt jetzt auch gerade gar keine andere Frage mehr ein. Deswegen sage ich einfach herzlichen Glückwunsch. Und viel Spaß noch in den letzten zwei Rennen des Tages. Oder kommen noch drei? Danke. Noch 100 Meter bis zum Start. Das neunte Rennen ist gestartet und Woodbrown Beauty geht ja sofort an die Spitze des Feldes. In der zweiten Position sieht man außen Nordic JC an der Innenkante Let's Twist a Lot. Vierter Platz für Cotton Eye Joe in zweiter Spur begleitet von Perfect Hall. Dann folgen Nemo und am Schluss Puke Tops Icarus. Und Woodbrown Beauty führt durch die Gegengrade dichter bei Nordic JC. Mit Let's Twist a Lot in zweiter Spur und es folgt Cotton Eye Joe mit Perfect Hall am Schluss, Nemo mit Puke Tops Icarus. Aber die beiden bereits mit einigem Rückstand. Das fällt im Schlussbogen und Woodbine Beauty wird jetzt passiert von Let's Twist a Lot. Und wie es scheint, kann Woodbine Beauty nicht mehr mithalten. Let's Twist a Lot ist vorn. Und Nordic JC rückt nach dahinter Woodbine Beauty, nur noch auf Platz 3. Let's Twist a Lot ist vorn. Nordic JC versucht heranzukommen. Nordic JC außen geht stark und geht vorbei. Nordic JC ist vorn. Nordic JC gewinnt letzten Endes noch leicht und locker vor Let's Twist a Lot und Perfect Hall. Ja, heute war es auch nicht. Heute war es nicht so. Nee. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja, aber zum Schluss hast du auch nichts mehr gemacht, das habe ich gesehen. Nee, ich ne? Da hast du mit der Bahn heute keinen Bock hatte, sie war ja dann auch gar nicht mehr. Habe ich gar ja, nichts mehr, weiß nicht warum. Auf ihr werdet das abchecken. Vom Start war natürlich die ganze Ecke schneller wie letztes Mal, weil wir diesmal ein bisschen gerade reinfahren mussten. Und dann, ja, aber trotzdem, man sieht zu aufgeben, manche warum. Obwohl sie hat einiges nichts verändert, keine Ahnung. Aber das ist ja der Rennsport, ne? Aber ja. Ich glaube auch, dass die tiefe Bahn, das ist auch nicht unbedingt ihr Ding, ich glaube. Ja, ich komme hier auch schon fast nicht hinterher. Es ist jetzt ganz schön regnerisch und matschig. Lass den Kopf nicht hängen. Nein, das und viel Erfolg fürs nächste Mal. Danke. Und noch einmal ein Erfolg für das Team Panschow und Fred König. Ja, warst du dir sicher, dass du Let's Twist a Lot noch einholst oder kam das dann so? Nein, im letzten Bogen war ich mir schon ziemlich sicher. Das Rennen hat sich optimal für uns entwickelt. Und ich sag mal, die Leistungen davor in Berlin von ihm waren auch schon immer gut. Er hat gegen die besten Pferde, die in Berlin rumlaufen, hat er sich mitgemessen. Und da war er auch immer platziert, Zweiter und Dritter. Von daher stand er auch heute zum Sieg.
Ja, und das bei dieser schwierigen Bahn. Gratulation. Danke. Und noch durchhalten. Ja, danke. Das 10. Rennen ist gestartet. Am schnellsten beginnt Yucatan. Yucatan übernimmt das Kommando. Eine Galoppade und eine kurze Kollision zwischen Atlantis und Caetani. Fehler von Bambolina CG. Und inzwischen hat Leonardo Dream das Kommando übernommen, liegt mit 2 Längen vorn vor Yucatan, Jura in der 3. Position, 3 Längen dahinter On the Pasture und weit zurück in 5. Position sieht man El Timoco. Zielgerade ist erreicht, Leonardo Dream. Mit einem Fehler, Leonardo Dream im Galopp und jetzt ist On the Pasture vorbei. On the Pasture ist vorn, On the Pasture vor Yucatan. Und auf Platz 3 ist jetzt El Timoco. Und On the Pasture zieht hier auf und davon. Auf Platz 2 Yucatan und El Timoco wird Dritter. Huhu! Stopp! Ich muss doch einmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt erzähl mal was über das Rennen. Du hast erstaunlich spät angegriffen, fand ich. Warst du dir deiner Sache sehr sicher? Na, nicht deshalb. Das war wegen der Fahrer im Front. Ich weiß nicht, wer das war. Ein schwarzer Fahrer. Ja. Der wackelte hin und quer. Das sieht so gefährlich aus. Ich dachte, besser, ich fahre jetzt los. Okay, das macht Sinn. Ja, aber dann hast du eigentlich sehr sicher gewonnen. Warst du dir auch sicher? Nein, da war ich nicht. Und wenn ich vorbei war, hatte ich nicht mehr in der Hand. Also wenn jemanden angegriffen hätte von hinten, wäre er, hatte wir verloren. Aber er hat gewonnen, das ist die Hauptsache. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und bis zum nächsten Mal. Noch 100 Meter bis zum Start. Und das 11. Rennen ist gestartet. Im Kampf um die Führung sieht man Willoughby Evert mit Paris TÜV außen. Mit 3 Längen Abstand folgt dann Freedom Fighter vor Andigis Diamant und Serafino. Ausgang des Bogens sieht man Andigis Diamant auf dem Vormarsch. Und ist vorbei an Paris TÜV. Und weiter Druck von Andigis Diamant auf Paris TÜV. Und jetzt hat er endgültig das Kommando. Andigis Diamant vor Paris TÜV. Das Rennen ist schnell, dann ist da schon eine Lücke von 4 Längen bis zum drittplatzierten Willoughby Evert. Aber Andigis Diamant kann sich ja immer noch verteidigen. Aber Paris TÜV kommt näher. Zentimeter um Zentimeter, hier wird es ganz eng. Einer von den beiden, aber Andigis Diamant zieht noch mal ein bisschen an. Andigis Diamant innen, Paris TÜV auf dem Kampf bis zur Linie. Dritter wird Willoughby Evert. So, last but not least nochmal The Green Man, obwohl man das Green nicht mehr wirklich sehen kann. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und war es die Entscheidung, mit Druck in Front zu fahren, die am Ende das Rennen entschieden hat? Ja, tatsächlich. Ich hatte mir das im Vorfeld schon mal so ausgedacht, dass man sich am Start zurückfallen lässt und dann einmal mit dem Schwung kommt. Draußen macht es in der Phase schon sehr, sehr ruhig. Wir sind da 24 gefahren und ja, damit so einem Schwung konnte ich dann zum Glück vorbeifahren. Ja, und dann im Einlauf hat er gut gekämpft, der Andigis. Ja, es war sehr eng. Der letzte Schritt, der war dann auf deiner Seite sozusagen. Aber du wusstest, der Gegner ist im Rücken. Hattest du da noch ein bisschen Bammel, dass es vielleicht im langen Karlshorster Einlauf doch nicht reichen könnte? Ja, natürlich. Ich meine, in allen Duellen bisher haben wir gegen Paris TÜV verloren. Und dieses Mal ging es zu unseren Gunsten aus. Natürlich hatte ich hohen Respekt vor ihm in meinem Rücken. Und ich konnte natürlich auch mein Tempo fahren. Ich habe es Ende der Überseite angezogen und durch den Schlusspunkt, dass ich da keinen Druck kriege. Ja, wie gesagt, beide Pferde sind top gelaufen bei den schwierigen Bedingungen heute und Lob an die Vierbeiner. Herzlichen Glückwunsch und jetzt habt ihr euch den Feierabend und die Dusche alle verdient, alle Fahrer. Ja, auf jeden Fall, danke. Ja, und das war's auch schon wieder von Hashtag Throwback, die Nachschau. Zwischenzeitlich gab's hier in Karlshorst dann doch noch einen Regenguss. Ich hatte davon nicht so viel mitbekommen. Die Fahrer mussten da eher leiden. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen.
Und wir sehen uns wieder beim nächsten Renntag im Pferdesportpark Berlin-Karlshorst oder auch auf Gemeinsam für den Trabrennsport. Ich hoffe, ich habe Zeit, das schon gedrehte Witz-Episoden-Video jetzt endlich mal zu schneiden und hochzuladen. Und ja, das war's von mir. Ich bin raus und sage bis zum nächsten Mal. Pferdehof am Spitzberg. Reitunterricht, Beritt und Aufzucht, Reitferien oder Kindergeburtstage. Dem Pferdeliebhaber sind keine Grenzen gesetzt. Infos auf www.pferdehof-am-spitzberg.de.